Was geht ab, meine Wunschkinder? Jericho 5 am Start. Ich war mal wieder ein klein wenig hin und her gerissen, ob ich dieses Video machen soll, denn bei Leaks muss man immer vorsichtig sein. Denn in letzter Zeit haben sich ziemlich gut gemachte Leaks als falsch herausgestellt, zum Beispiel die geleakte Roadmap oder das Bild zu den Mid-Season Reinforcements. Da aber viele gefragt haben, was ich davon halte und da ich es verdammt nochmal liebe, Dinge zu analysieren und bis aufs kleinste Detail auseinanderzunehmen, habe ich mich dazu entschieden, dieses Video zu machen. Vorab noch gesagt, egal was ich sage, es muss nicht stimmen. Egal wie sinnvoll und schlüssig meine Theorien sind, bedeutet es nicht, dass sie richtig sind. Jedenfalls wurden die beiden Operator Lion und Finca geleakt. Hier sehen wir die beiden Symbole der beiden Operator, links Lion und rechts Finca. Unten am Rand erkennen wir das Zeichen, welches wir sehen, wenn wir einen neuen Operator freischalten. Wenn das Bild gefaked sein soll, dann muss ich sagen, dass der Ersteller dieses Bildes auf extreme Details achtet. Was aber eine sehr überraschende Information ist, dass beide Attacker sind. Hier nochmal auf dem Operator-Auswahlbildschirm deutlich zu erkennen. Wenn das stimmen sollte, weiß ich nicht, ob ich das gutheißen kann, denn wir erinnern uns an das extreme Ungleichgewicht, als zu Blood Orchid-Zeiten zwei Defender rausgekommen sind und diese auch noch Fallen-Operator waren. Legion und Ela. Denn eigentlich war ja geplant, dass Ela und Sophia gleichzeitig veröffentlicht werden, da Sophia ein sehr guter Konter gegen Ela ist. Ich bin mir nicht sicher, ob wir dann diesmal ein starkes Ungleichgewicht auf der Attacker-Seite haben werden. Gehen wir aber mal weiter. Lion hat als Waffe die V308 Assault Rifle. Über die Statistiken ist nicht viel bekannt, außer das, was ich aus der Beschreibung entnehmen kann. Wie man hier sehen kann, wird dieser AR wohl ein 50er Magazin haben, was auch an dem fetten Magazin unterhalb schwer zu übersehen ist. Wie wir wissen, wird es wohl einen französischen und einen russischen Operator geben. Lion ist wohl das Baguette der beiden. Denn auf seiner Schulter ist das Wappen der GIGN zu sehen. Lion sieht für mich irgendwie wie ein One-Speed-Operator aus, sehr groß und massig. Ist aber nur eine Theorie, wäre aber interessant, dann wäre er nämlich der erste One-Speed-Operator bei den Angreifern, der kein Schild hat. Was aber ist seine Fähigkeit? Im Leak steht etwas von einer EE-1D-Drohne, die Gegner durch Wände spotten kann, wenn sie sich bewegen. Wie eine Art Puls, aber als Drohne über der Map. Die Fähigkeit hält für 10 Sekunden und man kann sie dreimal nutzen. Dazu würde ich gerne eine kleine Theorie raushauen. Ich glaube nicht, dass wenn man seine Fähigkeit aktiviert, dass er seine Drohne auspackt und diese dann über die Map fliegt. Denn wie soll seine Fähigkeit dann funktionieren, wenn Lion sich in einem Raum befindet? Ich glaube, dass wenn Lion dabei ist, er seine Fähigkeit aktiviert, die ein Kommando an eine Art Drohne gibt, die dann für ihn scannt. Ich meine das so wie zum Beispiel bei Doki. Wenn man einen Gegner tötet, lässt er nur ein Handy fallen, wenn man Doki auch dabei hat. Die Drohne von Lion wird dann wohl über der Map schweben, wenn Lion auch dabei ist. Das ist aber nur meine Theorie. Und wisst ihr was? Geiler Scheiß. Genau auf sowas habe ich mich ja gefreut und war meine Idee mit Rockhound. Also ich meine jetzt nicht, dass sich davon Ubisoft inspirieren lassen hat, sondern einfach nur, dass ich mir sowas mal gedacht habe. Und jetzt kommen wir zu Finca. Finca ist die russische Angreiferin und hat als Waffe die Spear 308. Was mich aber an der Waffe stört, ist, dass sie recht schwach ist. Nehmen wir mal die letzte AR von Sophia, die eine Feuerrate von 730, aber einen Schaden von 45 hat. Finca Spear 308 hat eine etwas höhere Feuerrate, aber dafür deutlich weniger Schaden. Und diese 50 Schuss mehr die Minute gleichen den schwachen Schaden nicht wirklich aus. Finkas Fähigkeit sind Nanobots, die dem ganzen Team einen HP-Boost von 40 geben. Der Boost kann gestaffelt werden auf maximal 140, also ziemlich genau wie bei Doc. Dennoch hält der Boost nur 10 Sekunden. Wenn jemand verletzt ist, werden die Kameraden auf 40 HP geheilt, fallen aber dann auf 5 HP runter nach dem Boost. Diese Nanobots kann man zweimal nutzen, mit einem kleinen Cooldown zwischen beiden Malen. Da fand ich aber meine Idee mit Overdrive ein klein wenig besser, wenn ich ehrlich bin. Naja, was halte ich von den Leaks? Also ich glaube, dass die Bilder der Operator echt sind. Sie passen zum Stil von Rainbow, beziehungsweise dem Team, die die Operator-Bilder erstellen. Die Waffen sind, denke ich, auch echt. Es passt zum Design. Die Symbole, schwierig, aber auch da glaube ich, dass sie echt sind. Bei den Fähigkeiten bin ich geteilter Meinung. Ich glaube zumindest, dass bei Finca noch etwas fehlt, beziehungsweise etwas vergessen wurde. Ich bin sehr, sehr hin und her gerissen, aber bei den Bildern zumindest bin ich mir persönlich sicher, dass sie echt sind. Was haltet ihr von dem Ganzen? Fake oder echt? Twitter und Instagram sind in der Beschreibung verlinkt. Wir sehen uns in den Kommentaren. Euer Jericho5.